Nicht nur Frauen wollen gleiche Gehälter für alle. Das beste Beispiel dafür kann Emma Stone geben. Die Schauspielerin ist gerade zusammen mit Andrea Riseborough auf dem Cover des Out Magazins zu sehen. Dort kritisierte Emma die ungleiche Bezahlung in Hollywood und verriet interessante Fakten über ihre männlichen Schauspielkollegen. In meiner Karriere war ich bisher immer darauf angewiesen, dass meine männlichen Kollegen eine Gehaltskürzung in Kauf nahmen, damit wir gleich bezahlt wurden. Doch das war etwas, was sie gerne für mich getan haben, weil es richtig und fair ist. Das ist etwas, worüber nicht oft gesprochen wird, dass für eine gleiche Bezahlung selbstlose Menschen gebraucht werden, die sagen, so ist es fair. Also wer genau könnten diese Männer sein? Emma nennt zwar keine Namen, aber bei einem Blick auf ihre letzten Filmprojekte La La Land, Aloha und Irrational Man könnten Ryan Gosling, Bradley Cooper und Joaquin Phoenix mögliche Kandidaten sein. Hut ab für so viel Solidarität!